Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier tatsächlich im Umbrella-Labor angekommen, beziehungsweise in der Fabrik. Und wir müssen jetzt hier diesen Fahrstuhl aktivieren, allerdings kriegen wir gleich Besuch von einem Monster. Ich habe jetzt zwar die Wagnum mitgenommen. Ja, mal gucken, ob das dann funktioniert. Brauchen wir nicht? Wieso brauchen wir das nicht? Wir müssen doch den Fahrstuhl hier benutzen. Ah, okay. Da ist nicht, wir standen noch nicht pixelgenau. Genau. Und da müssen wir jetzt dieses monströse Vieh platt machen. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie das funktionieren soll. Und ich bin auf meinem Weg hierhin wieder auf die Hunter gestoßen und habe meine beiden anderen Heilungen verbraucht. Das heißt, ja, gegen den haben wir jetzt eine Heilung. Eine einzige Heilung. Und ich habe beim letzten Mal tatsächlich zu lange gewartet. Das Ding ist ekelhaft. Schaut euch das an, ey. Das Ding ist echt widerlich. So, aber ich hätte gerne meinen Granatenwerfer zumindest erstmal wieder. Wenn du mich lässt. Kollege, wenn du mich lässt. Weil ich weiß nicht, ob wir einfach ausweichen müssen oder ob wir den wirklich platt schießen müssen. Ich werde ihn jetzt platt schießen. Definitiv. So, los geht's. Okay, nimm den Granatwerfer. Ah, danke. So, alles klar. Dann schön ausweichen. Alter, boah, ist der schnell. Alter Schwede, wie geht's uns? Wie geht's uns? Gelb. Oha. Ja, warum muss man das auch unbedingt? Hallo! Lässt du mich mal raus? Lässt du mich mal raus hier? Lässt du mich mal raus hier? Danke. Oh Gott. Das Ding ist eklig, Freunde. Okay. Nein. Okay. Hi, 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 hi. Geht's mir, geht's mir, geht's mir. Boah. Okay, der Granat. Die Magnum ist leer. Lass mich hier raus, ey. So. Und jetzt Granatwerfer. Boah, wir haben es geschafft. Oder was? Errungenschaft freigeschaltet. Wandelnder Wahnsinn. Ah, oh, wir haben es geschafft. Okay. Ah, danke. Mann. Feierabend. Errungenschaft. So. Nee. Kommen wir jetzt nicht mehr. Kommen wir jetzt nicht mehr da hoch? Doch, da ist ein Aufzug. Boah, dieser Typ ist eklig. Ich glaube, das war so ein Tee-Experiment, ne? Von William, glaube ich, diesmal. Das war ja William Birkin, der hier unten sein Wesen Unwesen getrieben hat. William und Wesker haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ne? Wählen Sie eine Ebene. Ebene 1? Keine Ahnung. Jetzt haben wir hier nochmal 4 Stockwerke, okay. Ebene 3 waren wir gerade. Ich hoffe, dass wir bei Ebene 1 wieder zur Seilbahn kommen. Da sind meine ganzen Items drin. Bitte. Was ist denn das jetzt? Hä? Ausbildungsstätte? Ach, schaut mal, das ist der Zug, wo alles angefangen hat. Hier liegen nur 2 Messer, also das ist eigentlich okay. Da haben wir jetzt einen direkten Weg zur alten Ausbildungsstätte. Was liegt denn da noch? Ah, Benzin, glaube ich. Krass. Da war das einfach hier drunter. Interessant. Okay, so ist das tatsächlich alles miteinander verknüpft. Interessant, was ist auf Ebene 2? Könnte ich jetzt bitte an meine Bahn zurück? Ich muss jetzt selber klicken, ja. Richtig. Was haben wir hier?
Okay, das ist ein neuer Bereich. Und irgendwas höre ich da tüppeln. Da liegt Magnum, die kann ich direkt mitnehmen. Das ist gut. Die können wir direkt stacken. Okay, wir sind auf jeden Fall draußen. Ich hätte jetzt nur gern gewusst, was das ist. Das hört sich aber nach einem Hunter-Schluppen an. Steht ja auch. Ja! Boah! Da liegt auf jeden Fall noch Muni. Schieß! Holy shit. So, mein Gott. Ihr Dreckshunter. Okay, wo bin ich hier? Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir sind ganz in der Nähe von unserer Bahn. Da liegt Pistolenmuni. Oh, wunderschön, Freunde, sage ich euch. Ah, sehr, sehr gut. Und wir haben die Hunter unbeschadet überstanden. Ah, eine Vollheilung, danke. Ja, mitnehmen. Aber das andere kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mit, deswegen muss ich auch mal kurz was ablegen. Ah, danke. Jetzt ist das Spiel wieder fair zu uns, muss ich sagen. Grünes, rotes Kraut mitnehmen. Dann kannst du die beiden bitte zusammenmischen und dann haben wir wieder unsere Vollheilung. Sehr gut, weil zwei grüne Kräuter musste ich ja verschwenden, leider. Wegen den blöden Huntern, die da in dem Kontrollraum auf uns zukamen. So, nimm die Magnum wieder mit. Gut, das heißt, wir können wieder in unsere Bahn. Boah, wunderbar. Das heißt, wir können uns auch wieder umrüsten. Sehr schön, Freunde. Oh, sehr schön. Das freut mich. Ah, wunderbar. Und ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Projekt ResiZero nach wie vor gefällt. Mir gefällt es sehr. Und wie gesagt, das Spiel ist einfach der Hammer. Echt. Also richtig gut ablegen. Dann werde ich jetzt bei der letzten Granatenmunition mitnehmen. Wo? Ach. Billy hat meine Granaten. Da wärst du noch eine Pistole? Oh Gott. Nur mit einer Pistole rumrennen. Ich nehme vorsichtshalber trotzdem die Magnum mit. Sicher ist sicher, Freunde. Falls irgendwas Gemeines kommt. Ne, wenn Hunter kommen, dann. Pf, was soll ich da machen, wenn Hunter kommen? Die würde ich eigentlich ungern mit einer Magnum machen müssen. Ist jetzt die Frage. Wir sind natürlich voll auf uns alleine gestellt gerade, ne? Das ist total blöd. Da würde ich aber vorschlagen, fahren wir jetzt mal mit dem Fahrstuhl nach Ebene B4. Ganz nach unten Richtung Umbrella-Labor nochmal. Nochmal gucken. So. Weil Ebene 3 waren wir ja mit dem T-Boss. Sag ich einfach mal. Und eben Level 4 ist jetzt nur noch übrig. So, dann fahr runter. Ah, okay. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Alles klar, William. Alles klar, ich weiß nicht, was du vorhast, aber es gefällt mir nicht. Sind wir vorbereitet? Ja, was anderes an Waffen haben wir halt nicht, ne? Was sollen wir da machen? Billy hat ja meine Granaten. Der Sack. So, was kommt jetzt? Oh! Na ganz toll. Was ist das denn jetzt hier? Aufbereitungswerk.
Das ist ja nochmal was komplett Neues hier. Wie krass. Komplett neues Gebiet hier nochmal. Aber... okay, da liegt Benzin, das gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz gar nicht. Haben wir nicht vielleicht hier irgendwo... irgendwas liegen? Nein, haben wir nicht. Okay. Verdammt. Ein Safe-Raum. Okay, ein Safe-Raum. Das ist gut, weil würde ich gerne nochmal speichern. Billy hat meine Granaten. Ich muss ihm helfen. Da liegt Benzin. Das gefällt mir gar nicht hier. Okay, diesen Bereich... boah, da ist Munition. Okay. Da liegen Kameras rum. Da liegt auch noch ein Farbband, hoffe ich. Ja, da liegt noch ein Farbband. Danke. So, dann bitte speichern. Meine Güte. So. Wir haben es lang genug ausgehalten, ohne zu speichern. Der Klappenraum, ja. So. Speichern beendet. 27. Speicherung. Kontrollraum. Ja, Standard. Resident Evil. Gibt es immer einen Kontrollraum. Was sind das hier für Kameras? Boah, das sieht krass aus. Stromzufuhr für den Dampfbereich. Punkt für Stromzufuhr angeben. Jeder bis zu 2 Punkte entfernte Ort kann mit Strom versorgt werden. Punkte wechseln. Lass erstmal. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Okay. Ich würde gerne erstmal mit diesem Fahrstuhl hier nach oben fahren. Funktioniert nicht. Toll. Dann müssen wir das machen. Okay. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, wie das genau funktionieren soll. So. Punkte wechseln. Das ist ein geiles Rätsel. Ah, wir müssen einfach... wenn alle Punkte Strom... ah, okay. Das ist cool. Also 2 Punkte von jedem. Genau. Okay. 2 Punkte von jedem. Dann müsste das doch so passen. Ja! Sehr gut. Bei sowas bin ich eigentlich relativ fit, muss ich sagen. Wow. Oh, wow. Anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Der Monitor zeigt zurzeit Bilder aus dem Aufbereitungswerk. Wieder ein stylischer Bildschirm hier. So, der Monitor, okay. Bilder aus dem Aufbereitungswerk. Okay, da müssen wir jetzt Billy retten. Das war ein cooles Rätsel gerade. So, dann fahren wir mal hoch hier mit. Oder runter, je nachdem. Zombies. Zombies sind ja okay. Hey, schieß doch auf den da. Schieß doch auf den! Ja, sehr schön. Ja, du hast Bock, da hinten drauf zu schießen, ne? Ah, okay, dann hier, zack. Zombies sind ja okay. Zombies sind ja echt in Ordnung als Gegner. Die gehen ja. Ja, ein Magazin ist leer. Wie viele sind denn hier? Hallo. Okay, einer ist umgefallen. Da ist der nächste. Okay. War aber schon angeschwächt. Da ist der nächste Zombie. Alter, ich werde hier verballern bei unserem Muni. Aber alle tot. Sehr schön. Haben wir jetzt hier irgendwas für uns noch? In diesen Serverschränken oder was das ist? Nein, okay. Aufbereitungswerk, ja. Echt interessant, also, muss ich sagen. Wir können uns Molotow-Cocktails machen. Das heißt, hier wird irgendwann wieder ein Igel-Zombie auftauchen.
Dann lass uns das Benzin holen. Oder haben wir das schon mit? Warte, Moment, Moment. Ne, haben wir nicht. Wir haben es nicht mit. Okay, dann hol das Benzin. Beziehungsweise wir müssen erstmal was ablegen. Leg den Fahrbänder ab. Können wir gleich kurz Molotow-Cocktails mixen. So, dann hier kombiniere, ablegen. Aber irgendwie hat der Egelzombie so ein bisschen seinen Schrecken verloren, finde ich. Also, ja, wir sind jetzt natürlich rappelvoll, ne? So, nochmal zurück in die... Nee, komm, wir werden ja was los. An Items. Der hat irgendwie seinen Schrecken verloren jetzt bei den Dingern, die wir jetzt als Gegner haben. Und auch da ich jetzt weiß, dass man mit einem Granatenwerfer den platt machen kann, aber da wir keine Granaten mehr haben, wird das lustig. Nochmal eine Vollheilung. Oh, jetzt geht's ja wirklich gut, ne? Okay. Jetzt seid ihr richtig nett zu mir vom Spiel. Ablegen. Ablegen. Dann machen wir hier mal so ein kleines Zwischenlager. Würde ich vorschlagen. Legen wir auch mal die Magnum ab. Ich habe ja gespeichert. Kleines Zwischenlager. Okay. Gut. Dann nehmen bitte die beiden Kräuter. Jetzt meinen sie es richtig gut mit uns, ey. Finde ich gut. So. Endlich sitze mal fair. Kombinieren damit. So. Da haben wir wieder ein bisschen Heilung. Sehr cool. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass wir es nicht auf die Fresse kriegen. Ich erwarte es doch schon hier. Ein Igel-Zombie-Mensch. Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Der Kollege. Da kommt er angetippelt. Ah. Ah, das ist zu nah. Das ist zu nah. Das ist viel zu nah. Boah. Und weg mit dem. So. Lauf da hinten in die Ecke. Ah. Okay. Und wieder hier. Und getroffen. Ah ja, treff mich nur ruhig tausendmal. Und weg mit dem. Und er ist weg. Und der Egel ist weg. Okay, ich heil mich ja schon. Alter. Okay, aber der Egel ist weg. Oh, da. Da haben sie es genau vorbereitet, ne, mit den Items. Die wussten genau, dass ich in den roten Bereich komme. Und deswegen haben sie uns jetzt nicht in der Heilung gegeben. Na, dann nimm die Magnum halt wieder mit. Komm. Und, ja, wir haben... verdammt. Ich hasse das, wenn die das nicht... ich mag das nicht, wenn die das Item nicht aufnimmt. Hallo. So, danke. Kräutermix, sind wir wieder voll? Ne, wir haben sogar noch einen Platz. Okay. Ja, ne, die haben uns Benzin gegeben. Drei Flaschen und... eine Vollheilung. Also genau die Items, die wir für den Egelzombie gebraucht haben. Das ist wieder typisch, ja. Aber wir haben ihn erledigt. Sehr gut. Direkt sogar. Jetzt haben wir jetzt zwei Türen zur Auswahl. Die scheint wohl zu sein. Hat keinen Griff. In der Tür ist ein rechteckiges Loch. Aha. Hat auch wieder irgendein Item da rein. Gucken wir mal hier, was wir hier haben. Ein Zombie, okay. Wir kriegen da nochmal Flaschen. Ein Zombie, das ist ja... das geht ja. Ein Billardtisch. Das ist cool, ein Billardtisch. Lad doch nicht nach! Oh, Rebecca. Lad doch nicht nach. Lass dich doch nicht von einem Zombie beißen. Lass mich raten. Gelb? Gelb. Toll. Okay, haben wir hier nochmal Benzin? Die Kugeln liegen so, als hätte jemand eine Partie gespielt. So einen Flipper-Automaten haben sie noch nie gesehen. Leider ist er kaputt und kann nicht benutzt werden. Okay. Wer sagt mir denn, dass ich so einen noch nie gesehen habe? Okay, wir haben hier eine Flasche. Leere Flasche.
Wartet mal. Wenn jetzt wieder so ein dummer Igel kommt. Ich gehe mal wieder zurück. Lass uns nochmal zurück. Nochmal neue Molotow-Cocktails machen. Weil nicht, falls da wieder ein Igel kommt und uns dann platt macht. Wir haben hier sowieso noch einige Wege vor uns, ne? Das ist noch größer, als ich dachte. Das Gebiet hier. So. Aber hey, wir haben weiter Fortschritt. Das ist sehr gut. So, wo liegen jetzt hier die Benzindinger? Ach, die liegen ganz am Anfang, ne? Ja, stimmt. Die liegen ganz am Anfang. Na gut. Dann machen wir das halt. Die Ladeszenen hier sind ja schnell. Gehen ja schnell. Gut, dann gehen wir dann mal zurück und dann hier vorne, genau. Oh, kann ich nicht tragen. Wartet mal, die können wir doch direkt mischen, oder? Nö, kann ich nicht. Schade, okay. Dann legen wir mal kurz das Farbband weg. Mir gefällt es auch irgendwie nicht, dass ich im gelben Zustand bin. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich im Zug noch Heilung hatte. Das weiß ich ehrlich gesagt. Was hatten wir denn? Wartet mal, wir haben eine Karte. Ah, da ist der Zug nicht drin. Verdammt. Das sind nur die beiden Karten. Sonst gehen wir nochmal kurz zurück. Wir müssen nochmal einmal kurz zurück, es tut mir leid. Aber ich hätte gerne noch gewusst, was da in dem Zug drin ist noch. An Items. Ich glaube, da waren noch Magnum-Patronen und so drin, ne? Die würde ich jetzt schon ganz gerne nochmal mitnehmen. Oder einfach nochmal gucken, ob wir da Heilung haben. So, Level 3. So. Es ist nur ein Stockwerk. So. Ja, es dauert jetzt zwar ein bisschen, aber es ist halt typisch Resident Evil. Hatten wir da Heilung drin? Ich möchte mal gucken. Berg. So. Nee. Da liegt nur Munition drin. Der Greifhaken. Ah, wartet mal. Objektliste. So, da haben wir es doch. Ne, liegt tatsächlich keine Heilung mehr für uns. Nur der Granatwerfer, der leer ist. Okay. Nö. Ja, Farbänder liegen noch da drin, ne? Aber da... Wegen Farbänder laufe ich da jetzt nicht nochmal zurück. So, okay. Da müssen wir den ganzen Weg gar nicht mehr laufen. Ich bin ja mal gespannt, wie groß das Gebiet noch hier ist. Das ist ja richtig krass. Ebene 4. Und vor allem, wann wir Billy endlich retten. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Billy krüppelt da im Wasser rum. Kurz vorm Ersaufen hier. Dem müssen wir doch helfen. Verdammt nochmal. So, okay. Aber wenn jetzt wieder ein Igel kommt, das wird dann, das wird übel. Sag ich euch. Der darf uns einmal treffen und dann müssen wir uns heilen. Wenn wir Glück haben, haben wir dann nach den. Haben wir ihn danach platt und sind vollgeheilt. Wenn wir Glück haben. Ist halt echt doof, dass wir mit Rebecca rumlaufen, ne? Die hält halt nichts aus. Das haben sie komisch gemacht. Dass Rebecca so wenig aushält, von einem Zombie bis in Gelb. Naja, ist halt so grad, ne? Sie ist halt eine Frau, oder keine Ahnung warum. Und das so gelöst haben. So, dann haben wir es ja jetzt. So, dann können wir weitermachen. Hier vorne war das ja, genau. Was sucht meine Katze da? Die guckt da die ganze Zeit erratisch hier im Raum rum, voll schockiert. Keine Ahnung. So, hier, genau. Hier runter. Oh Gott. Mit Cutscene, das heißt, da unten kommt irgendwas Böses. Wow! Nochmal ein Riesenbereich. Okay, Aufbereitungswerk. Oh.
Das ist eine Maschine. Ah, da oben liegt was. Da oben liegt was. Kannst du das irgendwie holen? Nee, hier kann man gar nichts machen. Okay. Kannst du das hier drauf? Nee. Ah, hier war Billy doch. Ah, du kannst auf die Kiste drauf. Und dann da oben an das Item, oder was? Oder musst du... Okay, das ist eine Sache, die man zu zweit machen muss, denke ich. Alles klar. Dann müssen wir hier auf Billy warten. So, gut. Ah, sehr gut. Nochmal eine Vollheilung. Können nicht getragen werden. Okay. Nicht schlimm. Ah, okay, aber wir werden hier mit Heilung versorgt. Das ist gut. Richtig gut. Da liegt Schrotmuni. Da liegt ein Ventilgriff. Mein Gott, was liegt hier noch alles rum? Aha. Ein Ventilgriff. Kennen wir auch aus dem Resi 2. Ja, die Schrotmuni kann ich jetzt aber nicht mitnehmen. Die ist für Billy. Wow. Wow, was ist das hier? Okay. Das heißt, wir müssen... Können wir hier runter? Yeah. Ah, Kistenrätsel. Okay, ich verstehe. Das gleiche Rätsel hatten wir auch im zweiten Teil. Glaube ich. Mit Ada. Hä? Du kannst es nicht schieben? Ich bin Arzt Kyle Buskelmann. Okay, das heißt, das ist für Billy. Alles klar, dann... Geiler Erfolg. So, okay, das ist das heißt für Billy. Ja klar, Rebecca ist halt eine Sanitäterin, ne? Das sieht man ja auch die ganze Zeit. Das heißt, da kommen wir noch nicht dran. Das heißt, wir müssen hier in der Mitte irgendwas machen. Diese Steuerung regelt das Ein- und Ablassen vom Wasser, sowie die Rotation des Geländers. Mach mal voll. Keine Ahnung. Okay. Kommt Wasser rein? Oh no. Ach, wir stehen ja vor der Tür. Da ist eine Tür. Ja, okay. Wir müssen einfach nur Billy finden, scheinbar. Wir müssen erstmal gar nichts hier machen. Igel. Alles klar, hier liegen Igel rum. Das ist der Reservoirraum. Okay. Wo mein anderer Kater hier? So. Ne? So. Ah, da ist er doch. Der Billy. Okay. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? Must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Das ist eklig. Oh, aber zum Glück haben wir Billy gefunden. Zum Glück haben wir Billy endlich gefunden, Freunde. Ja. Mein Gott, da ist noch ein Bereich. Krass. Ja, wir haben wieder unsere Granatenmunition. Da, die 12 Hitzegranaten. So, kombinieren. Austauschen. Damit. 10. So. Ah, meine Katze. Ah, wir sind sowieso am Folgenende angekommen. Das heißt, ich kann meine Katze füttern. Okay, Freunde. Alles klar, wir haben Billy gefunden.
Sie ist von der anderen Seite verschlossen, mit einem Schlosscode oder was, ne? Biohazard. Gut, liebe Leute, da würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen... Ach, ne? Tschüss.